Manchmal reicht schon ein Klick, um sich zu verlieben. Und die kleine Lisa wünscht sich schon so lange einen Hund. Da können ihre Eltern einfach nicht Nein sagen. Doch was sie nicht wissen: Im Internet bieten viele Händler Welpen mit gefälschten Papieren an. Sie werden unter katastrophalen Bedingungen gehalten. Und weil den Züchtern Impfungen zu teuer sind, sterben sie oft schon an den einfachsten Krankheiten. Wer überlebt, wird viel zu früh von seiner Mutter und seinen Geschwistern getrennt und tagelang in Transportern von Osteuropa nach Deutschland verfrachtet. Und genau so einen Welpen bekommt jetzt Lisa. Die Freude ist groß, der Handel abgeschlossen. Alles scheint perfekt. Aber schnell wird der Welpe krank und der Besuch beim Tierarzt zur teuren Routine. Dabei hätte es gar nicht erst so weit kommen müssen, hätten Lisas Eltern eins gewusst. Wer einen Welpen vom Wühltisch kauft, finanziert Tierquälerei. Informieren Sie sich lieber vorher auf wühltischwelpen.de und helfen Sie uns, den illegalen Welpenhandel zu stoppen, indem Sie dieses Video teilen. Und übrigens, auch diese Hunde freuen sich auf ein neues Zuhause.